Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Elden Ring Shadow of the Erdtree. Und ich kann es nicht richtig aussprechen, aber Shadow of the Erdtree. Doch. Ja, doch, das ist okay. Ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst, sofern ihr euch dazu entscheiden solltet. Und würde mich sehr freuen. Wir sind jetzt hier unten an dem Fluss. Ich habe von oben keine Gegner gesehen. Das heißt, ich habe ein bisschen die Angst, dass hier jetzt ein Gegner spawnt, ein Drache kommt oder. Ihr wisst, wie es ist. Ich bin immer derjenige, der sagt, da kommt gleich ein Drache, da kommt gleich ein Drache und da kommt doch kein Drache. Bis dann ein Drache kommt, da sage ich, ha, habe ich doch gesagt, da kommt gleich ein Drache. Ah, seht ihr, was ich da wieder sehe? Ein Jump'n'Run-Passage. Noch ein Weg, den wir lang gehen können. Noch ein optionaler Weg. Wir haben so viele Wege noch offen, aber hier gibt es auch noch eine Jump'n'Run-Passage. Später. Später, wir machen die später. Wir gehen erstmal den Fluss hier entlang. Frösche? Nö. Ist gerade angehört wie ein Frosch. Doch. Hört sich an, als wären hier irgendwo Frösche. Oh. Die Viecher. Das sind ja quasi Drachen. Die fliegen ja auch. Das hatte ich quasi recht. Ratten sind ja quasi auch Drachen, nur ohne Flügel. Was? Wir müssen über die Definition von Drachen nochmal reden. Nee. Also. Ich habe da schon die richtige Definition, glaube ich. Kannst auf dein Bullshit-Bingo also jetzt abhaken, Drache. Weil hier sind ja offensichtlich Drachen. Oh, da ist ein Drache. Oh, irgendwas. Was? Oh nein, nicht dieses Vieh! Bullshit Bingo! Wie dumm war das denn? Ich hätte es zuerst trinken sollen, ey. Ich habe den Tod gezählt, keine Sorge. Und es war vor allem schon fast tot, das doofe Vieh. Thank you.
Ich hab FromSoft einfach wirklich unterschätzt. Klar. Ach, instant weggekillt, okay. Ich hab FromSoft echt unterschätzt. Gehörntes Kind. Ich hab FromSoft echt hart unterschätzt gerade. Wie dumm es sein soll. Ein Drache wäre noch das eine gewesen, aber... Ein Drache hätte wenigstens eine Bossleiste gehabt, sodass ich sagen kann, ich habe einen Boss gemacht. Lass mich raten, da kommt gleich noch einer, ne? Aber was ist besser als einer von denen, ha? Natürlich zwei von denen. Ich glaube auch, dass da gleich drei kommen, ey. Und das ist ja das Schlimmste an denen, dass die ja einzigartige Gegner sind. Das heißt, ich muss sie machen für 100%. Es gibt gar keinen Weg dran vorbei. Wenn ich 100% spielen will, muss ich die machen. Weil die droppen halt einzigartige Gegenstände und Umständen. Sowas wie ein Medaillon, das man sonst nicht bekommen kann. Das ist das Nervigste an denen. Du musst sie halt machen. Für die 100%. Das sieht aus wie ein Ort, da kommt jetzt noch einer. Fliegenschimmel, wie schön. Wie weit sind wir jetzt oben am Fluss? Da ist noch ein gutes Stück Fluss, da kann auch viele Scheiß kommen. Oh. Da kann auch noch ein Drache kommen, theoretisch.
Wird das hier der Fluss des Bullshit-Bingos, wo einfach alle Sachen abgehakt werden? Ein Berg voller Leichen. Ah, da kommt auch wieder so ein Vieh. Ah, da kommt eine große Krabbe hier auf jeden Fall. Eine Krabbe kommt auf jeden Fall. Minimum. Ich meine, da vorne steht sogar eine. Okay, hier ist einfach Ende der Welt. Da ist eine Höhle. Da gehen wir gleich rein. Man kommt hier nicht weiter hoch, oder was? Hier ist noch eine Höhle. Okay. Jetzt wird's interessant. Oh, diesen Dreck-Agro. Ich meine, das ist eine Schildkröte, die mir nichts tut, oder? Dann will ich dir auch nichts tun. Zweiköpfiger Schildkröten-Talisman. Erhöht die Ausdauerregeneration deutlich. Ah, gar nicht so schlecht eigentlich. Tust du aber gar nichts, ne? Nö. Wenn der mir nichts tut, dann töte ich den auch nicht. Ich bin ja keine Bestie. Nicht so wie das Elden Beast. Das ist ein Beast. Ich bin kein Beast. Ist das jetzt unsere erste richtige Höhle? So, die auch als Höhle. Also gut, der Kerker unten unter der Stadt war ja quasi auch so ein bisschen eine Höhle, also. Dann ist es nicht die erste. Höhle an der Flussmündung, aber es heißt wirklich Höhle. Also es ist unsere erste Höhle. Oh, Wolfi. Die Wolfis leben noch, die schlafen nur. Bestienknochen und sowas. Hm. Ist hier vielleicht wieder so ein Biest, wie es da schon öfter in den Höhlen gab bei Elden Ring? Oh, hast du ein Item für mich gefunden, Wolfi? Das ist aber nett von dir. Will der mir hier ein Item schenken? Eine Scheibe Fleisch hat er mir geschenkt. Wie lieb von dem Wolfi.
Die brauchen keine Knochen. Wofür brauchen die denn Knochen? Die leben alle hier noch. Seht ihr diesen Boden von dem Ding da vorne? Ich traue dem Boden keinen Millimeter. Wir wissen alle, was hier vorne passiert, weil es gibt doch keinen Weg hier raus. Wir wissen alle, was hier vorne passiert, oder? Ihr wisst es genauso gut wie ich, was hier passiert. Gebaitet. Oh, jetzt muss ich gegen diese Riesen... Oh, das sind aber ganz schön viele. Nee, da muss ich nicht hin, oder? Tun die mir irgendwas oder sind die chillig? Die tun mir was. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Dark Souls 1, wo man unten in die Lava-Region kommt hier. Wo immer wieder Bosse copy-pasted sind. Zum Glück ist es diesmal keine Bosse, aber... Das ist schon ein starker Gegner auch. An den einfach vorbei. Das ist einfach direkt das Bossgate, okay. Ich mach die nicht alle. Aua, 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 aua. Das mache ich nochmal. Ah, der Fall ist jetzt da, wo die ganzen Gegner sind, oder nicht? Ah, ne, ist direkt davor, okay.
Der ist ganz schön schnell. So schnell, dass ich gar nichts machen kann gegen ihn, übrigens. Meine Animationen sind zu lang. Also legit, meine Angriffsanimationen sind einfach zu lang für ihn. Ich kann ihn staggern, das ist halt der Vorteil mit dem Ultra Greatswords, aber dafür muss ich ihn halt erstmal reinkriegen. Ich wollte nur meine Seelen aufsammeln. Tode jetzt schon. Weil die meisten hatten wir immer noch beim ersten großen Boss. Ich meine, der ist eigentlich einfach der Gegner. Ich habe da keine großen Bedenken. Versuch war es so viel besser als gerade. Das kotzt mich so ein bisschen an. Und ich habe 131.000 Seelen, die würde ich gerne behalten. Damit hätten wir zumindest wieder ein Level Up für die Fähigkeit. Wenn wir jetzt den töten. Ich weiß nicht, wie viel der gibt, aber so 100.000 wird der wohl schon geben, nehme ich mal an. Das Seelen einsammeln ist halt immer das Nervigste. Das kriege ich halt nicht gut hin. Trifft ihn halt nicht. Ist er. Puh. Geht doch. Asche des Hexers der Blutunholde. Wenn ich die Seelen nicht mitnehme, dann geht's. Wenn ich die nicht einsammeln versuche, dann ist es kein Problem gewesen. Das hat immer das Problem, ne? Wenn man die einsammelt, dann hat man direkt erstmal die ersten paar Schläge von ihm passiert. Manchmal echt schwierig, dann da rauszukommen wieder. Ja, haben wir die Höhle ja auch abgeschlossen, war. Ich glaube nicht, dass es noch was anderes gibt. Ja, Seelen machen einen schwach, das stimmt wohl. Das ist wohl wahr. Ich meine, ich bin eigentlich doof, weil ich brauche die ja eigentlich nicht. Wofür brauche ich die Seelen? Zum Leveln für irgendwas, was ich nicht brauche? Ja gut, ich meine. Ich level gerade nichts mehr, was irgendwie noch sinnvoll ist. Für 6 HP, ja.
So, es ist das Jump'n'Run. Ne? Das Jump'n'Run kommt jetzt. Versuche es an diesen ganzen Viechern hier vorbei zu gehen. Ach, diese Ekelviecher. Tschüss. Er greift nämlich gar nicht an, wenn ich die nicht angreife. Keine Ahnung. Doch, die greift mich an. Ich hoffe, ich werde nicht sterben bei dem Jump'n'Run. Handbuch des großen Herrschers. Gibt es einen Grund, darüber zu gehen? Ist da irgendwas? Ich weiß es nicht. Runterfallen ist nicht tödlich hier scheinbar. Ist höchstens unangenehm. Hier hinter. Schlecht aus. Da wollen wir nicht runterspringen, glaube ich. Hallo, ich weiß, dass du lebst. Du brauchst nicht so tun, als würdest du nicht leben. Warum treffe ich den nicht? Das ist ganz schön unfair übrigens, dass ich ihn nicht getroffen habe. Meine Waffe hat ihn getroffen. Aber spielt so nö. Ich treffe ihn nicht. Der ist nicht mehr treffbar, der hat keine Hitbox mehr. Der hat keine Hitbox mehr, der Gegner. Der hat keine Hitbox. Sorry, das war gerade so, als hätte der keine Hitbox. Mein Schwert war unten und ich hab's gerade nach oben gezogen. Der trefft nicht, während der Leben jetzt steht. Was ist das denn? Also wirklich, das ist ganz schön weird. Naja, meinetwegen. Das war irgendwie ganz schön weird. Ich meine, ich bin relativ gut mit Torrent, wie man immer sieht, mit dem Kämpfen. Ich treffe die Gegner eigentlich immer ziemlich gut. Ich habe da viel Erfahrung mit gesammelt. Über meine Spielzeit in Elden Ring. Und das hat sich gerade wirklich falsch angefühlt. Jetzt können wir kurz hier oben gucken, ob hier noch irgendwie was ist. Eine Höhle oder sowas, wer weiß. Bei Elden Ring weiß man ja nie. Aber ne, hier oben war nichts, gar nichts. Komm, ich weiß, dass du lebst.
Wow, instant mit einem Hit tot. So wie es sein sollte. Der lebt nicht, das ist eine Statue. Das ist... Ist das eine Statue? Es sieht aus wie eine Statue. Ah. Der da unten lebt. Man sieht das schon relativ gut, wer lebt und wer nicht. Da unten um die Ecke steht auch einer. Der runterfallen ist... Nicht unbedingt tödlich. Könnte tödlich sein. Bin mir aber nicht 100% sicher. Könnte man mit Schaden vielleicht überleben, tatsächlich. Mein Hallo. So. Geht doch. Ja, da könnte man runter. Ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt runter will oder ob man da noch gleich runterkommt. Ja, man kommt gleich da runter. Oder wenn man möchte, kann man da runter. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ah, hier sind wir. Okay. Oh, eine Gnade. Wieder so ein Feuertypi. Jetzt frage ich mich aber, ob wir hier nicht runter sollten. Einfach nur mal zu gucken, was hier unten ist. Was ist das? Ein Hummer. Ein Schrimp ist das. Ey. Ein Sniper. Stimmt, die spritzen ja mit, genau, stimmt. Ich erinnere mich. Naja, du hast vollkommen recht, die gab es auch schon im Hauptspiel. Das war vielen Gegnern der Fall, dass es die im Hauptspiel schon gab. So. Dann muss ich mal ganz kurz hier was nachfüllen und dann geht's gleich weiter. Wie viel XP haben wir eigentlich gerade? Haben wir XP, Seelen halt. Ihr wisst, was ich meine. XP ist für mich Seelen, ist für mich Ruhm, ist für mich alles das Gleiche. Ja, wir können nichts poppen. Doch, wir können die Bossseele poppen von vorhin, also von dem ersten großen Boss. Aber ich glaub nicht, dass sie so viel gibt. Was sagt der Geist? Kehre um, sonst wirst du sterben oder so, bestimmt. Man hat mir eins gesagt, ein Sarg könnte seinen Passagier auf eine sanfte Reise führen. In Saint-Trinard, seidigen, tiefvioletten Garten. Oh, in einem solchen Paradies zu schlummern. Oh, nee. Wir dürfen uns gleich wieder in den Sarg setzen, um woanders hin teleportiert zu werden. Gibt es eine zweite Map im DLC? Oh mein Gott. Das wäre jetzt lustig, wenn es noch eine Unterwelt-Map gäbe.
Das hat mich ja bei Elden Ring damals geflecht, ne? Als ich das erste Mal in diesem Brunnen runtergebin mit dem Aufzug und dann da einfach eine ganze Welt noch unten war. Das war schon. Das war ein kleiner Flash-Moment. Wir kommen zum Drachen, Leute, ne? Das war doch da, wo der Drache liegt, hier unten. Ein Sargtransport, aber ich sehe keinen Sarg. Also hier ist kein Sarg. Lustigerweise. Obwohl er davon spricht. Wir sind einfach in einem neuen Gebiet. Wie kann das sein, Freunde? Wie kann das sein? Wir sind einfach in einem neuen Gebiet. Ich glaube, diese Feuerriesen sind die neuen Mausoleen, ne? Oder? Kann das sein? Die Bosswaffen hier oder so? Weil die laufen schon öfter mal rum. Oha. Was ist das denn für ein großes Bambi? Oder Schaf? Blitzig scharf war das. Will nicht im Wasser stehen. Seht ihr den riesigen Drachen da hinten? Eieieiei. Hier ist bestimmt eine Höhle, das sieht so aus. Naja. Oder? Da vorne darf man nicht mal weiterreiten, kann das sein? Wow.
Die Farbe verändert sich hier. Himmelblau, ja Mann. Einfach himmelblau, was ist hier los? Die himmelblaue Magie ist wieder da. Aber ich weiß nicht, ob ich hier weitergehen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich habe doch eigentlich hier oben noch Hauptquests zu machen hier. Aber ich bin jetzt einfach mal ganz anders. Und ein bisschen weiter oben hatte ich auch noch einen anderen Weg, den ich gehen konnte. Aber ich habe mich hier vorne noch nicht komplett an den Wänden umgesehen, ob da noch eine Höhle ist. Also viel Zeit müsste halt noch sein, dass ich mir kurz gucke, ob hier irgendwo eine Höhle noch ist. Ist das eine Höhle? Nein. Der killt einen einfach instant, ne? Ich weiß nicht, ob er den machen kann. Und wenn ja, wie? Ich meine, ich traue Miyazaki auf jeden Fall zu, dass er einfach einen Gegner platziert, den man nicht besiegen kann. Der einfach gar nicht geht. Das traue ich denen auch zu. Ich traue denen alles zu. Okay, also ist hier keine Höhle auf jeden Fall. Nope. Der haut einen mit One-Hit weg, also es ist... Und ich habe auch nicht wirklich Schaden gemacht, wenn ich ehrlich bin. Weiß nicht, wenn der das jetzt macht, was soll ich machen? Ich kann ja nicht an ihn ran jetzt. Offensichtlich kann ich nicht an ihn ran. Aber jetzt vielleicht. Wie viel Schaden war das? Ich habe Springen gedrückt, aber er hat noch die Angriffskombination gemacht. Das ist ja gar kein Schaden. Ich habe null Schaden gemacht quasi.
Es ist quasi null Schaden, den ich gemacht habe. Ja, jetzt habe ich 1% oder so abgezogen. Ich muss da irgendeinen Trick geben, ganz ehrlich. Das ist ja legit lächerlich hart. Stagger-Geräusch, aber es hat nichts passiert. Da war doch das Stagger-Geräusch gerade, oder nicht? Das Dong, Dong. Aber das war nicht... Ja, das war eher, glaube ich. Ich wollte springen mit dem Tier, aber es ging nicht. Ich wollte springen, aber meine Attacken sind zu lang. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht mehr springen. Wenn ich einmal versucht habe, ihn anzugreifen, kann ich nicht mehr springen. Es geht halt nicht. Da ist doch das Stagger-Geräusch. Der ist gestaggert, aber ich weiß nicht, wo ich ihn angreifen soll. Okay, der tötet mich. Nee, ich bin hier weg. Ich will nicht sterben. Ich habe noch keine Ahnung, wie man den besiegen soll. Wenn der gestaggert ist, steht er einfach. Aber ich sehe keinen Punkt, wo ich irgendwas machen kann gegen ihn. Das ist sehr weird und der hat sehr viel Leben. Der hat sehr, sehr viel Leben und sehr fiese Angriffe. Ich meine, ich könnte es versuchen mit... Vielleicht ist es tatsächlich gedacht, dass man mit einer bestimmten Asche macht oder so. Man kriegt ja hier auch neue Aschen und so. Vielleicht gibt es da eine, die da hilfreicher ist. Gegen so einen Gegner. Das kann ich mir durchaus übrigens vorstellen, dass der gedacht ist als... dass man ihn mit einer bestimmten Asche macht. Man kann ihn bestimmt auch so schaffen, wenn man super mega badass ist, aber... sehr viel Geduld hat. Aber ich sehe da keine einfache Möglichkeit, da irgendwie was zu machen. Der ist einfach riesig und das ist halt immer das Problem. Du hast nicht viel Spielraum bei dem. Und wenn der stampft, dann kommst du auch nicht mehr weg, also. Du musst sehr vorsichtig, glaube ich, sein und immer abwarten, wenn er bestimmte Attacken macht, bei denen du dann punishen kannst. Aber das dauert ja dann ewig, weil wenn du punishst, dauert das ja immer noch 1000 Stunden, bis du durch bist. Vielleicht hat man irgendwie... vielleicht gibt es irgendein Waffenfett, was sehr gut gegen den ist. Vielleicht hat er irgendeine Empfindlichkeit, die extrem krass ist. Irgendeine sehr niedrige Resistenz gegen irgendwas Bestimmtes. Mit dem man ein bisschen mehr Schaden macht zumindest. Und dann würde es sich lohnen zu warten, bis er bestimmte Attacken macht.
Aber bei manchen Sachen sehe ich halt nicht, ich sehe da kein Land, ich wüsste jetzt nicht. Wenn er sein Bein hebt, ich wüsste nicht, dann muss er einfach weg. Also springen vielleicht, aber ja, ja, du musst das halt das vorher wissen, was er macht. Das Problem ist, wenn du dann versuchst ranzugehen und zu schlagen, und wenn du das aber nicht versuchst, dann, naja, irgendwann werde ich es besiegen, bestimmt. Oh, guck mal, was da ist! Ein Drache! Bullshit Bingo! Als ob ich da gestorben bin. Als ob. Der ist so easy, der Drache. Ich habe mich nur nicht geheilt. Das war mein Problem. Ich habe einfach mein Leben außer Acht gelassen. Weil eigentlich ist der Pip ja einfach, wie man merkt, ne? Stimmt, das ist ein Ratte mit Flügeln, das stimmt. Was? Der Schwanz hat mich nicht getroffen. Im Leben nicht. Yeah!
diese neuen Gegner her. Warum sind hier auf einmal mehr Gegner dabei? Was ist hier los? Ich dachte, das wäre ein One-on-One-Fight. Dämlich, ey. Dämlich. One-on-One, aber mit Familie, ja, sieht so aus, ne? Ich kriege ihn halt leichter gestaggert, wenn ich zu Fuß kämpfe. Ich darf übrigens mal eine Träne hier rufen bei ihm, ne? Klar. Natürlich. Wie dumm das ist! Tötet mich doch einfach direkt instant. Ja, würde mich einfach instant, sage ich ja. Beim ersten Versuch einfach auf 10% quasi runtergeschlagen, aber jetzt sehe ich kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Es ist so random irgendwie. Es fühlt sich nicht an, als würde ich da Kontrolle drüber haben. Wir skippen den. Ich habe keinen Bock mehr auf Drachen. Ich bin ehrlich mit euch. Ich habe einfach keine Lust mehr auf Drachen. Ich habe im Hauptspiel schon 84 Drachen getötet. Da muss ich nicht auch hier noch 85 Drachen töten. Das ist so dämlich. Es ist so unglaublich dämlich, die immer gleichen Gegner. Hat mich schon an Elden Ring echt gestört. Ja, bestimmt hat der voll tollen Loot. Einen Drachenknochen hat er. Davon habe ich ja nicht schon 40 Stück im Inventar oder so. Ich weiß nicht, was er da gerade tut.
einem Stagger. Wann eigentlich Stagger, ha? Huh? 40% des Lebens abgezogen, kein einziger Stagger. Was ist da los? Gerade eben bei 10% Leben, boah, ich bin gestaggert. Und jetzt 40% nichts passiert. Wie oft soll ich hier noch auf den scheiß Fuß hauen? So, ich bin genervt von dem Kampf. Es ist halt einfach langweilig. Ihr seht das, ne? Ich kann nichts tun. Ich kann in dem Moment nichts tun. Gar nichts. Überhaupt nichts. Habe ich geschlagen, ist es vorbei. Der macht Batsch, Batsch, tot. Das ist so dämlich. Du hast keine Recovery. Gar nicht. Überhaupt nicht. Gibt's nicht. Bei dem Angriff keine Recovery. Nicht möglich. Unmöglich. Nicht mit dem Schwert, was ich habe halt, ne? Wenn du einen Schlag setzen wolltest und der macht genau das, bist du halt am Ende, wenn du zu weit wegstehst. Es ist einfach vorbei dann. Da, wo sind meine Seelen? Ich würde gerne meine Seelen haben. Ach, halt doch das Maul, verdammt. Halt doch einfach dein scheiß Maul, wo sind meine Seelen, Mann? Ich spiele nicht mit dir, solange ich meine Seele nicht habe. Chance. Selbst wenn du 5000 Meter wegstehst, er tötet dich.
war's. Ich komm da nicht hin. Platz machen. Ich muss mal das hier trinken. Ich brauche einfach mehr Ausdauer. Drache ist down. Was sind das für komische Pisser, die hier rüber rumstehen? Was ist das? Was wollt ihr hier von mir? Haut ab! Ich kämpfe gegen den Drachen, Mann. Drachenherz meine ich natürlich. Kein Drachenknochen, den man kriegt. Was wollt ihr hier von mir? Haut ab! Niemand mag euch. Verpisst euch hier von mir. Was soll das hier? Haut endlich ab! Ich stehe immer wieder auf, ne? Boah, ich hab keinen Bock auf die... Was wollen die hier von mir? Diese Schweine, ey. Die folgen mir bis hierhin, ey. Die folgen mir auch unendlich lang, ey. Ja, ich geh zur Gnade. War denn nicht hier oben? Ich hab ein Level Up quasi, also. So. So, meine lieben Freunde, das war's aber für diesen Part. In diesem schönen Gebiet werden wir uns erst später weiter umsehen. Ich meine, mittlerweile, jetzt dürfte es hoffentlich ein bisschen schöner sein als gerade eben. Der Drache ist ja jetzt weg. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!